Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Ich frage mich gerade, warum hier kein Zug fährt. Aber ich versuche gerade rauszubekommen, ob in irgendeinem Schattenbahnhof schon bereits grün gegeben wurde oder noch nicht. Okay, hier nicht. Dort auch nicht. Mal kurz mal 10-sekündige Beschleunigung rein. Sehen, ob dann hier irgendwo was sich bewegt. Mal Zeiteigenschaften 1. Ganz blöd gefühlt ist hier nichts passiert. Hat auch keinen ausgelöst. Heißt, ich brauche einen neuen Signalkontakt. Punkt. Eigentlich müsste der doch einen ausgelöst haben. Moment, da wird ja von... Wo es wird denn nochmal angesteuert? Da müsste eigentlich von den beiden Schattenbahnhöfen aus angesteuert werden. Gut, dann setze ich hier den Kontaktpunkt ein, der es wieder auf Rot setzt. Und hier drüben. Weil das sind ja die Steuerkreise, die das immer auf Fahrt setzen. So, dann nochmal. Nochmal. Jetzt hat's geschaltet. So, jetzt heißt es abwarten, bis sie irgendwo... Ah, da fährt schon einer raus. Also wenn man das hier so schalten würde, dann klingt das so, als würde ich hier mit Relais arbeiten. So, und da kommt er schon mal jetzt hoch. Die S-Bahn mit einer 111er als Schubblock. Manchmal hat die Steuerung halt noch so ein paar Macken. Was ich jetzt mache ist, mache ich jetzt eine Bodentexturierung oder baue ich hier ran weiter? Und hier hinten, das fehlt ja auch noch ein bisschen was. Oder halt, wie gesagt, das Schotterwerk. Oder einbauen von Soundwagen in die Züge. Ich glaube, hier am Schotterwerk, da könnte ich tatsächlich noch ein bisschen was bauen. Blöd ist, ich kann mir hier die Gleise nicht ausblenden lassen. Das heißt, ich brauche jetzt mal so ein Gebäude. Das könnte so eine Art Werkstatthalle werden. 80 Grad gedreht. Und dann noch ein... Ja, Gebäude müsste es eigentlich sein.
diesen Gebäudeblock, dann nehme ich hier den kleinen Gebäudeblock, setze den hier ein. Ich möchte jetzt nicht, dass du es speicherst. Verschieb den ein wenig. Baue hier noch irgendwo diesen Rechteckturm ein. Und dann wird es hier mit Förderbändern verbunden. Relativ Höhe 10 Meter. Wenn möglich, dass er aus dem Gebäude hier rauskommt. Dementsprechend verschiebe ich jetzt den Rechteckturm dorthin. Dann folgt... Nein, brauche ich gar nicht. Wenn ich die richtig verbinde, dann brauche ich den gar nicht. Brauche ich den maximal mal hier. Und dann halt bloß noch ein Stück zur Seite. Damit es hier nicht so freischwebend aussieht, bekommt er noch entsprechende Stützen. Irgendwo hier hatte ich die doch. Hier stützt 10 Meter. 60 Grad gedreht und die muss jetzt irgendwie mittig. Zumindest halbwegs mittig. Positionieren. Hacke nicht über beide Seiten hinaus. Das Gebäude verschiebe ich noch so, dass es passt. Und dann noch das weitere Förderband, was dann relativ Höhe 10 Meter, 90 Grad gedreht. Denn hier mit dem Gebäude verbunden ist. Nope. Oh, ich mach's ganz anders. Jetzt habe ich jetzt das Gebäude gelöscht. Ich setze das Gebäude einfach hier ein. Bekommt das noch zwei dieser Grundbehälter. Sozusagen als irgendwelche Silos. Und dann halt so ein Verladegestell. Verladesilo heißt es ja. So an die Seite mit dran. Wäre zum Beispiel für einen Straßenabsatz und für den normalen per Schiene. Sieht auch so aus, als wären die Gebäude immer unterschiedlich errichtet worden. Und immer zu unterschiedlichen Zeiten. So ein paar Steinblöcke, die wären natürlich auch noch was. Das waren doch irgendwas mit 51 waren das, ne?
Hat für unterschiedliche Zwecke die Gebäude errichtet. Auch wenn das halt ein bisschen seltsam aussieht, weil die immer unterschiedlich aussehen. Ich habe halt nur relativ beschränkten Modellbestand für sowas. Also hätte ich da jetzt irgendwie ein Tanklager oder sowas hingesetzt, dann wäre das natürlich besser gewesen. Oder halt eine Raffinerie. Oder ich baue das hier hinten alles um und mache daraus eine Raffinerie. Ein paar Produktionsanlagen für derartige Zwecke habe ich ja. So, und jetzt ist es interessant, ob die Steuerung auch funktioniert. Machen wir gleich die Probe auf Exempel. Wenn ich denn immer mal wieder den... Ey, jetzt ohne Witz reicht mir heute mit den ständigen Gesuche von irgendwelchen Anlagen teilen. Ich mache es jetzt ganz einfach. Hierhin. Kameraklickpunkt suchen. Kameraposition speichern und zwar als ganz weit unten die vorletzte und zwar Schatten Bahnhof. Es war auf der Seite vom Westen, also auf der westlichen Anlagenseite. Dann hier rüber. Da wird das nämlich. Wir nennen die immer nach Himmelsrichtungen. Da halt obere Anlagenkante ist Norden, linke Anlagenkante Westen, rechte Anlagenkante Osten und die südliche, der Süden ist dann die untere Anlagenkante. Das liegt doch ein bisschen mal daran an der Position der Sonne. So. Ost, dann dreht sich hier wieder alles, dann wird das hier Schattenbahnhof Nebenbahn oder Schattenbahnhof Süd. Aber ich nenne den besser Schattenbahnhof. Dann Nebenbahn und die Anlagensteuerung. Brauche ich dafür eine separate Kamera, weil die ist ja direkt neben dem anderen Schattenbahnhof, da brauche ich eigentlich keine Kamera. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, wenn dann hier die S-Bahn reinkommt, fährt schon mal aufs richtige Gleis ein. Stromabnehmer von 111 senkt sich, fährt gegen Prellbock, fährt in die richtige Richtung schon mal weiter und bleibt am Signal stehen. So, und da ich hier keinen Bock habe, 100 Sekunden zu warten, warte ich mal 10 Sekunden. Pause. Eine Sekunde. So, dreht einmal kompletten Kreis rum. So, und jetzt müsste ihr eigentlich in irgendeinem Schattenbahnhof wieder einen Zug losschicken. Nebenbahn steuert sich ja selber. So, jetzt warte ich hier einfach mal ab. Telefon, du kannst mich heute mal? Ich will wenigstens auch die Folge hier zu Ende machen. Nervt das Ding ja schon wieder. Oh, da fällt gerade ein los. Mit dem Intercity. So. All die Zugfahrt erleben wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.